Ein Musical-Hit, der um die Welt gegangen ist, wird nächstes Jahr auf der Seebühne in Mörbisch zu sehen sein. Und dafür wird auch einiges auf Schiene gebracht, im wahrsten Sinn des Wortes. Sogar ein Zug wird für das ABBA-Musical die Werbetrommel rühren. Seit heute heißt es Mamma Mia, Zug fährt ab. Mamma Mia ist im Anrollen. Der Musical-Erfolg, benannt nach dem ABBA-Welthit aus 1975, wird im kommenden Sommer die Seebühne von Mörbisch rocken. Aus einer Sammlung von Welthits der schwedischen Pop-Ikonen ABBA wurde vor mehr als zwei Jahrzehnten eine amüsante Geschichte gewoben. Ein Mädchen möchte herausfinden, wer von den drei möglichen Liebespartnern ihrer Mutter ihr Vater sein kann. Und da gibt es 100.000 Geschichten und ich will es nicht verraten. Wenn man es herausfinden will, bleibt ihnen nur ein Weg. Mehr als 60 Millionen Menschen von New York bis Hamburg haben das Gute-Laune-Pop-Musical Mamma Mia schon erlebt. Der Erfolg ist auch im Burgenland vorprogrammiert. Ich glaube, ABBA kennt jeder das Musical, auch den Film dazu kennt fast jeder. Und die Entscheidung war eine richtige. Wir sehen, dass wir bis dato 50.000 oder über 50.000 Karten verkauft haben, dass 40.000 Karten etwa vorreserviert sind. Also wir hatten noch niemals zu diesem Zeitpunkt in den letzten 20 Jahren so viele Karten im Feld. Das ist auch jetzt schon ein Erfolg. Die Weichen für den Erfolg sind also gestellt. Der Werbezug rollt. Dieser Zug fährt täglich auf der Strecke zwischen Deutschkreuz und Wien Hauptbahnhof, aber auch weiter bis Bratislava, Petržalka, über Bruck und der Leiter. Wir verbinden drei Länder, Ungarn, Österreich, aber auch Slowakei mit diesem Zug. Und bringen von überall her ABBA-Fans nach Mörbisch. Ihr Lieblingssong von ABBA? Natürlich Dancing Queen. Singen Sie mal. Na, besser nicht. Da würde ich Sie verschonen, aber... You are my dancing queen. Ja, wenn wir die Töne treffen, aber wir gingen sie es anschauen, das ist besser. Von 13. Juli bis 19. August auf der Seebühne in Mörbisch.